Wer ungewöhnliche Ideen hat, begeistert seine Kunden. Kreativ? Stimmt, da war doch was. Du bindest deine Kunden natürlich mit Verlässlichkeit und Aufmerksamkeit. Du gehst die extra Meile, um deine Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern auch zu begeistern. Deine Kundenbetreuung ist vorbildlich. Du pamperst deine Kunden, was das Zeug nur so hält. Aber ist das wirklich alles? Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass da noch mehr geht? Dass du bestimmt noch mehr auf der Pfanne hast? Top-Verkäufer nutzen gute Ideen, um ihre anspruchsvollen Kunden immer wieder zu überraschen und zu begeistern. Denn dann bleiben ihnen ihre Kunden auch treu und werden zu echten Fans. Verlässlich, aufmerksam, erreichbar zu sein, Kundenwünsche erfüllen, das ist die Pflicht. Neue, originelle, ungewöhnliche Ideen für Kunden sind die Kühe, die Spitzenverkäufer von guten Verkäufern unterscheidet. Wie das geht? Überraschende Ideen kreieren. Zum Beispiel so. Du denkst bewusst um die Ecke, lockerst die rational-logische Strenge, mit der du sonst arbeitest und lässt 5 gerade sein. Einfach so. Du verlässt die Schienen der üblichen Denkgewohnheiten. Stattdessen stellst du die Weichen neu. Du ignorierst hartnäckig das Vernunftmännchen in deinem Kopf, das dir immer wieder ins Ohr flüstert. Das ist doch Quatsch. Daten, Fakten, Zahlen, das zählt. Alles andere ist Kokolores. Nein, das ist kein Kokolores. Die Schere im Kopf zu ignorieren, einfach mal herumzuspinnen, die Perspektive wechseln, das wird laterales Denken genannt. Laterales Denken sucht nicht nach den richtigen Antworten, sondern ordnet vorhandene Informationen um, kombiniert sie neu. Ergebnis? Fragen, die sich so noch nicht gestellt haben und Antworten, die sie sich selbst so noch nicht gegeben haben. Fragen Sie zum Beispiel nicht, was Sie tun können, um einen Kunden zu gewinnen, sondern ganz im Gegenteil, was Sie tun müssen, um ihn nicht zu gewinnen. Oder wie der Kunde Sie gewinnen kann. Sie drehen das Ganze einfach mal um. Ein anderes Beispiel, ein wichtiger Kunde konfrontiert Sie mit einer völlig überzogenen Kundenforderung. Ihr Reflex lautet, auf keinen Fall, wie soll ich das denn machen? Mal angenommen, das wäre machbar. Wie sähe dann die Lösung aus? Wie würden Sie als Einkäufer, Projektmanager oder Marketingfachmann an diese Herausforderung herangehen? Was würde Ihnen Ihr Führungskraft, Ihr Vorbild, ein guter Freund, ein kompetenter Kollege raten? Seltsam finden Sie? Probieren Sie es aus. Sie werden überrascht sein, auf welche neuen, ungewöhnlichen Ideen Sie für Ihre Kundenkontakte und Verkaufsgespräche kommen.